Hallo Leute, wie geht's? Und es geht weiter mit Chrono Trigger. Und ich habe einiges getan, also seht euch das mal an. Und Level 13, Level 12, Level 12. Ich habe ganzen Ausrüstung, was das kleine Mädchen verkaufen wollte, alles gekauft und ihnen das alles gegeben. Ich habe noch was, weißt du, was, es ist früher morgens, Entschuldigung, und was weiteres gemacht. Das hier. Verdammt. Das hier. Also das hier, Kampfgeschwindigkeit, habe ich auf 8 gemacht, weil es dann irgendwie, wie ihr den letzten Parts bestimmt schon gesehen habt, irgendwie langsam immer vorkam. Ich habe auf 8 gemacht. Fensterhintergrund habe ich auf, war schon auf 1. Ich lasse es einfach so, vielleicht passiert dann irgendwas. Aber die Kampfgeschwindigkeit ist auf... Warte mal. Schnell. Langsam. Okay, wir gucken uns das gleich sowieso mal an. Also, was habe ich noch gemacht? Eigentlich nichts Besonderes mehr. Ich muss jetzt mich nur heilen gehen. In Innatron. Und ich habe noch, ich habe mich auch so gefragt, als ich die Parts angeguckt habe. Diese Leute kommen ja so ein Hinterwettlerland. Und das ist jetzt die Zukunft. Alles mechatronisch und so. Und denen interessiert es irgendwie nichts. Also, die akzeptieren das einfach so, ob es alltäglich wäre. Ja, wir sind jetzt in der Zukunft. Und wir machen hier Party. Ja, wir machen mal Party. Warte. Ich habe schon ausprobiert, was der Code ist. Okay, dann muss ich erstmal das schaffen. Okay. Ich habe den Boss schon besiegt einmal. Also, easy. Den kann man schnell besiegen. Und... Die Ratte wird später was Großes bedeuten. Ah, nein, okay, nichts so Großes, aber man muss etwas mit ihr machen. Das weiß ich schon. Aber jetzt kommt der Boss. Okay, jetzt bist du dann ein Wichser. Programm wird ausgeführt. Krone, was ist hier los? Male, Achtung! Also, der Trick bei diesem Kampf ist, die kleinen zwei Bastarde zu töten. Also den hier und... Den hier. Die haben 200 AP, also die werden schnell sterben. Und danach wird es sowieso eine lange Zeit dauern, bis sie wieder sich regeneriert haben. Und... Fahr zur Hölle doch, verdammt. 46, danke. So. Du greifst den hier an. Du greifst den an, gut, gut. Alter, ja, der ist jetzt weg. Jetzt kommt der andere dran. Nicht die mittleren angreifen, weil dann weiß ich gar nicht, was passiert. Aber ich greife trotzdem diese an. Amplifeuer? Ach, leck mich doch. Meine HP sind sowieso hoch. Okay, der ist jetzt weg. Jetzt müsst ihr mit allen Attacken kommen, die ihr haben. Attacke. Zyklon. Angriff. Und Feuerattacken funktionieren nicht bei diesem Gegner. Also keine Feuerattacken bei denen versuchen. Einfach volle Pulle draufschlagen. Zyklon und Angriff. Keine Feuerattacken. 110, okay. Wie viel haben wir schon abgezogen bei ihm? Okay, erst Metallteil wieder belebt. Okay. So. So. Okay, der eine, der zurückgekommen ist, ist schon tot. Es ist noch der übrig. Da können sie nicht ihre komische Attacke einsetzen, diese Delta-Feuer-Dings-Bums-Kack oder so. So. Nein, du machst Zyklon auf dem Gegner hier. Hä? Ich dachte, er ist schon tot. Amplifier-Gegenangriff. Achso. Ach du Kacke. Scheiße. Okay. Diese Bastarde sind heftig. Wie Amplifeuer. Nochmal. Angriff auf den hier. Ich mach Zyklon. Ja, ich mach Zyklon und du... Du heilst mich irgendwie mal. So. Heil mich. Das haben wir auch noch nicht gezeigt. So sieht das aus. Zyklon. Angriff. Okay, der ist jetzt tot, oder? Nein, der lebt noch. Okay.
90. Zyklon, wieso hat... Die Kampfgeschwindigkeit ist viel, viel schneller als davor. Ach, ich habe das so eingestellt, ja. Okay, Metallteil ist wiederbelebt. Okay, jetzt kommen diese Bastardos. So. Jetzt töte es. Male, komm, gib ihm den letzten Schlag. Gut so. Was, er lebt noch? Du musst mich komplett verarschen. So. So. Du machst Aura auf Luca. Weil sie ist gleich tot mit den 38, die sie hat. Ich glaube, ich werde langsam krank. Verdammt. So. Okay. Wieso lebst du noch? Wieso machst du Amplifeuer auf die Male? 88. Okay, tot. Tot den ungläubigen Wichser. Zusammenbruch. Ja, geschafft. Ach, das ging ja mal schnell. Okay, 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 okay. 300 Erfahrungspunkte erhalten. 1000 Gold. Luca reicht nächste Stufe. Yeah. Und speichern. Und was habe ich jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Okay, und ich habe meine ganzen Waffen, die ich davor hatte, alle verkauft, um sehr viel Geld zu haben. Puh, da stinkt's. Hier kacken bestimmt die ganzen Einwohner hier rein. Was ist das da? Eine Leiche? Alles ist total vergammelt. Das Kühlaggregat muss ausgefallen sein. Das ist das einzige Mädchen, das so mit Technik auskennt. Chrono, schau! Ist vor langer Zeit gestorben, denke ich. Er hat etwas in der Hand. Was könnte das denn sein? Was könnte das denn sein? Er sieht aus wie ein Samenkorn. Ja, er hat sie zuletzt noch einen runtergeholt. Da hat er Samen noch draus bekommen. Aber ob an einem Ort wie diesen irgendwas wachsen kann? Ja, Leute, es ist morgens. Ich kann nicht so gut lesen. Und was sagst du? Noch? Das Folgende steht auf einem schmutzigen Stück Papier, das er aus seinem Arsch geholt hat. Die Ratte ist nicht bloß eine Statue. Sie kennt das Geheimnis dieser Kuppel. Fangt sie. Okay. Das war der Hinweis, dass wir diese verdammte Ratte fangen müssen. Also, sofort. Da ist sie. Nicht, dass sie wegrennt. Rennen wir ihr nach. B und fangen wir so. Also, ganz halt jetzt hinterher rennen. Ohne Pause. Und dann schnappen wir sie uns. Verdammt! Warte, kriege ich die noch? Ach, verdammt. Okay, dann müsste ich es nochmal machen. Okay, hinterher rennen. Ey, komm. Okay, geschafft. Na also, quick. Quick, ich gebe auf. Ich sag euch alles. Haltet die L und R gedrückt und drückt A, um den Geheimgang rauszukriegen. Macht keine Fehler, es würde euch leid tun. Halt die Fresse, du kleine Ratte. Elender Wichser. Fahrt zur Hölle. Okay, wir müssen so. So. Und so. Okay, beim Pult hier. L und R und... Okay, das war... Okay, geschafft. Wie schon gesagt, ich habe mich schon informiert. Also, das ist ein geiles Spielchen hier. Dieses Teil deiner Mitte begreift alle Angriffe durch bewegtes Objekt. Also, es greift alle an, das, was sich bewegt. Okay, jetzt greift er die Ratte an. Angriff durch bewegtes Objekt. Er hat für uns die Ratte jetzt getötet. Jetzt müssen wir ihn angreifen. Wir geben ihm den letzten Schlag. Komm, stirb, stirb, stirb. Dankeschön. 54 Erfahrungspunkte. Mal erreicht nächste Stufe. Ich bin schon, glaube ich, ein bisschen overlevelt, weil ich denke... Ich weiß nicht. Die Gegner sterben hier viel, viel schneller als davor, als ich das hier gemacht habe. Ach, scheiße, ich muss die Truhe holen. Aber das sieht aus, als ob da irgendwelche Kackerflecke drauf waren und drauf sind. Okay, weiter, 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 weiter. Chrono Trigger ist ein gutes Spiel. Empfehle ich echt jeden. Ach komm, diese kleinen Insekten werden hier bestimmt schnell töten können. Ja, fick dich. Und so, 94. Okay, die sterben wirklich schnell. Mädchen, das ist ein Schussgerät. Du musst damit schießen. Nicht damit rumschlagen, ob du die Krone wärst.
Okay, Angriff auf den hier oder auf zwei? Ja, auf zwei. Angriff! Wieso habe ich den denn da vorne angegriffen? Könnte den vor mir angreifen? 180 Schaden? Yeah! Ja, fick dich mit deinen 9 Schadenspunkten hier. 44. Und 38. Und es lebt noch. Und Chrono macht den letzten Schlag. Ich dachte gerade, es will so irgendwie Telepathie mit mir aufnehmen, also irgendwie mit meinem Kopf reden. Aber anscheinend wollte es nicht. Okay. Din 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 din. Okay. Und oh, hier gibt's wieder ein bisschen Wichse auf dem Boden. Okay, dann kämpfe ich mich erstmal hier durch. Den einzelnen hier. Du elender Roboter wirst sowieso schnell sterben. Komm. Stirb, stirb. 90. 44. Und schnell gestorben. 42, 22 Erfahrungspunkte. Ja. Das Geld habe ich sowieso schon voll viel. Okay, ich greife mal den Schleim da an. Weil man kann ja... Halt die Fresse. Ich euch hasse ich. Feuerwirbel? Nein, wir machen einfach Feuerwurf auf den hier. Okay, Feuerwurf auf den hier. Okay, das ladet viel, viel schneller. Ist auch gut so. Weil, ja, müsst ihr nicht so lange warten. 28 Erfahrungspunkte, yeah. Okay, weiter geht's. Hier gibt es... Okay, ich lasse erstmal die Ratten sich bewegen und dann greife ich den in der Mitte an. Okay, Angriff durch bewegtes Ziel. Die Ratte ist da tot. Bewegt euch mehr. Ja, greift mich an. Egal, ihr werdet sterben, nicht ich. Was los, greif an! Was los, du elendes Opferteil, greif an! Okay, das hast du jetzt getötet. Angriff durch bewegtes Objekt. Komm, ich töte erstmal diesen Wichser hier. Bei ihm dauert das irgendwie zu lange. Ja, jetzt hast du mich gesehen, oder was? Du hast deine Augen zugemacht, aber egal. Ekliges Teil verrät mich einmal so. Ja, jetzt bist du weg. Jetzt kommen die kleinen Ratten dran. Wo sind meine ganzen Tonics, die ihr geklaut habt, ihr elenden Scheißratten? Kommt her! Elenden Mistratten. 72 Erfahrungspunkte. Für solche schwachen Gegner, okay. Achso, hier konnte ich auch eine Mitte... Ach ja, stimmt. Das klingt so, ob die ganze Zeit... Es klingt ganz so, ob er blähen würde. So brumm, brumm, brumm. Okay, wo führt dieser Weg hin? Oh, oh. Okay, muss nur noch sicher gehen. Okay, Roboter. Komm, euch töte ich mal als Gruppe. Komm her. Ach, okay, dann dich als Einzeln, aber das wird schnell gehen. Komm, schnell. Ja, fick dich. Mit 13 ist egal. Jetzt stirb. 45. 22 Erfahrungspunkte. Ich werde auch sehr viel leveln, weil ich glaube, hier muss man gut leveln können. Und das wird mich auch... Das bringt ja auch noch was für mich. Verdammt, Krone stirbt bald. Egal, ich bin sowieso gleich am Ziel, wo ich hingehen soll. Warte, ich habe so viele Tonics, warum benutze ich die eigentlich nicht? Objekt, na, 24 Tonics. So. Ja, das reicht, das reicht. Stirb. Oder? Dankeschön. Stirb. Ach, fick dich mit der Laserstrahl. Du bist nicht Freezer oder so. Jetzt bist du weg. Ganz, ganz toll gemacht. 22 Erfahrungspunkte, 50 Geld oder Gold oder irgendwie. Irgendeine Währung ist das da oder Gold. Okay, das führt mich zu dieser komischen Gang da. Okay, das führt mich dahin.
Da ist ein seltsames Emblem durch Kraftfeld versiegelt. Die Musik passt immer dazu, richtig? Okay, das ist der Weg. Ach so, okay, ich muss den Weg gehen, um die andere Seite zu erreichen. Okay. Wieso laufst du nicht? Danke, dass du jetzt läufst. Warte, ich muss... Oh, ich bin dämlich. Egal, komm. Und so, und so. Und sehen uns mal das an. Also, das ist das Infozentrum. Ab hier weiß ich nichts mehr. Gut, der Computer ist noch intakt. Mit der Suchfunktion finden wir vielleicht unser Tor. Die kennt sich immer so gut aus. Da! Und was ist da? Östlich der Ares-Kuppel. Okay, da müssen wir gleich durch. Kanalisation gucke ich auch mir gleich an, was das ist. Da ist was. Da ist was. Okay, da müssen wir hin. Und wie heißt die Kuppel? Oder wie das... Das muss die Protokuppel sein. Luca schafft alle. Was? Luca schafft alle? Mit diesen Dingen könntest du sicher alles finden. Sag, was macht dieser Knopf hier? Mädchen, wenn du nichts von Technik weißt, dann fass auch nichts an. 1999 AD, eine visuelle Aufzeichnung des Tages aus Lavos. Okay. Was kommt aus dem Boden? Das habe ich aber im Intro gesehen. Tag des Lavos. WTF, was ist das denn? Ach du Scheiße, hat das dieses Teil... Hat dieses Ding da... Oha, fick dich, übertreib nicht. Hat dieses Ding das alles hier gemacht? Ach du heilige Kacke. Übertreib doch gleich. Was ist das? Lavos, ist es das, was unsere Welt zerstört? Wir müssen wirklich in der Zukunft sein. Nein, nein, ich weigere mich, das zu glauben. So. So kann unsere Welt nicht enden. Ja, das ist scheiße. Chrono. Dann gibt es nur eins. Wir müssen die Geschichte verändern. Genau wie Chrono, als er mich gerettet hat. Okay, Luca? Okay, Chrono? Die ist immer so optimistisch. Und ich denke mal, es war ein Glück, dass wir durch dieses Tor hierher gesandt wurden. Chrono, gehen wir. Okay. Chrono, Luca, zusammen schaffen wir es. Aber lass uns noch ein wenig über Lavos Aktivitäten in unserer Zeit, unserer Epoche nachforschen. Auf zur Protokoppel. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen. Das war traumatisch. Verdammt. Verdammt. Ich will wegmachen. Okay, die Musik passt auch dazu. So ein Riesenteil. Was ist das eigentlich? Sieht aus wie ein Riesenstachelball. Das ist übertrieben heftig gemacht. Aber wieso sind alle unter einer Kuppel versteckt? Das verstehe ich ja nicht. Wollen die keine Frischluft mehr haben, oder was? Okay. Sind die Gegner wieder da? Okay, die Gegner sind wieder da. Ach, scheiß auf euch. Die Musik ist auch geil. So dramatisch. Din, 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 din. Din, 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 din. 46. Okay, komm, wir gehen einfach mal weiter, weil diese Erfahrungspunkte, die sie mir geben, darauf kann ich scheißen. Komm, ich töte euch alle erstmal. Angriff durch bewegtes Objekt. Ja, das tötest du sowieso nicht, weil du unfähig bist. Egal, das Teil ist schon tot. Das Teil ist noch nicht tot. Das Teil ist auch noch nicht tot. Doch, ist schon tot. Wie greifst du mich von da oben an, du kleine Ratte? Wie du springst meine Luca an? Puh, auf dein Gesicht. Ja, Chrono... Übertreib doch gleich, er muss einen weiten Weg gehen. Okay, jetzt bist du tot. Gut, gut. 72 Erfahrungspunkte. Die kann man ja gebrauchen. Din, 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 din. Okay, raus.
Also fliegt der rum. Okay, euch töte ich mal. Warte, wie viele Erfahrungspunkte habt ihr eigentlich gegeben? Hm, okay, tot. Hör auf, rumzumucken. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Wir haben schon 20 Minuten aufgenommen. Egal, komm, wir machen weiter. Es ist gerade spannend. Weiter, weiter. Und tot. Scheiß Insekt. 52 Erfahrungspunkte. Okay, das geht ja. Aber wie lange dauert das bis zum nächsten Level ab denn? 300? Ja, okay, das geht ja noch. Din, 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 din. Ja, die Ratte. Hier, erschreckt. Bewegtes Objekt. Wie? Du Wichser, was greifst du meine Freundin an? So, weg. Ja, jetzt greifst du mich von hinten an. Egal, pur auf dein Gesicht. Du kannst sowieso nichts. 44. Und weg mit dir. 80. Gut so. 54 Erfahrungspunkte. 45 Gil. Also wie viel Geld habe ich eigentlich? 13.000 irgendwas. Din, 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 din. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt gehen wir einfach nach oben. Und ich seid zurück. Ach, wirklich? Kein Ton? Okay, kein Ton. Wieso nicht? Wieso ist kein Ton? Nun, was habt ihr entdeckt? Dies ist die Zukunft. Hä? Das wissen wir auch. Wen kümmert's? Was gibt's zu essen? Du unfreundlicher Bastard. Wir fanden nur das hier. Samen? Ihr wisst nicht, wie lange der Innertron noch arbeitet. Diese Samen sind eure große Hoffnung. Okay, MSN. Wartet. Okay, weiter geht's. MSN ist aus und... Ach, verdammt, alles läuft falsch. Ihr müsst am Leben bleiben, wie auch. Okay, warte. Okay, weiter geht's. Boah, so viele Fehler auf einmal. Hm. Ihr seid seltsam, anders als wir. Wahrscheinlich, weil wir gesund sind. Was soll das jetzt heißen? Sind ihr alle mit AIDS infiziert oder was? Gesund, das klingt gut. Wir werden versuchen, die Samen zu pflanzen. Was ist das? Vielleicht unsere Zukunft, kleines Kind. Ihr geht zur Protokoppe, geht durch das Laboratorium 32 und nimmt dies hier mit. Ein Motorschlüssel halten. Es ist der Schlüssel zu einer Düsenmaschine. Früher, als ich jung war, bin ich damit rumgefahren. Hoffentlich ist sie noch in Ordnung. Da drüben hat es stärkere Roboter. Gibt Acht und bleibt gesund. Okay. Weg mit dir. Eine alte Fabrik namens Protokoppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Eine Innertron, ja, ausruhen. Dankeschön. Yeah. Aber der Hunger bleibt. Oh, oh, der Hunger bleibt. Oh. Wir gehen speichern. Okay. Waffenmäßig brauchen wir sowieso nichts mehr. Okay, jetzt gucken die mich alle an. Ja, ich habe euch meine Wichse gegeben. Was wollt ihr jetzt machen? Und ihr denkt, das ist eure Hoffnung. Ha, 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 ha. Dun, 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 dun. Die Kanalisation. Erstmal das angucken. Ob ich das in diesem Part noch schaffe? Die habe ich schon angeguckt. Was bist du denn? Banditen. Muss Herrn Kriechrich berichten. Was bist du für ein Teil? Erstmal die hier. Fischmenschen. Along war hier. Along war hier. Ich wusste es doch. Und das... Ihr übertreibt mit dem Donner. Übertreib es nicht. Okay, der ist jetzt weg. Oder es, oder sie, oder was, egal. Bist auch weg? Nein. Er kommt mit Seifenblasen an, die mich irgendwie schaden. Okay. Egal, jetzt bist du tot, Fischmensch. 31. 71. Din, 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 din. 38. Gut so. Und wir holen uns die Schatzruhe hier. Also in diesem Dungeon kann man nicht so weit kommen, weil es... Elenden Spastis von Fischmenschen. Also ich zeige euch nur diesen Dungeon, weil in diesem Dungeon gibt es noch ein paar Schatztruhen und man kommt nicht da weiter, weil man irgendwie von der anderen Seite kommen muss oder so. Ich weiß es nicht so richtig.
Ach, fickt euch mit deinen Seifenblasen. 30. 38. Das Teil ist weg. 72. Und du kannst mit Seifenblasen an, die mich irgendwie Schaden zubringen. Egal. 74. Gut so. 44 Erfahrungspunkte. Aber hier kann man gut leveln. Ich brauche doch ein bisschen leveln. Und was ist das denn? Sind das wie kleine Affen? Hier war eine Brücke. Ich sah sie, Quark. Idiot, Quark. Hier ist nichts. Untergebener, aber es stimmt, Quark. Jemand kommt. Hau mir ab. Quark, 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 Quark. Okay, komm. Din, 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 din. Okay. Hallo, ich will runter. Das ist aber ziemlich gruselig. Ein unheimlicher Hort. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Egal, scheiß auf eure Gefühle. Ein Tagebuch, hier ist die letzte Seite. Es ist vorbei. Die Fischmenschen greifen beim leisesten Geräusch an. Lieber lasse ich mir die Zähne abfallen, als sie zu bekämpfen. Nee, ich bekämpfe die. Also, wenn man die Katze jetzt anspricht, kommen die, weil sie ein Geräusch gemacht hat. Ho, 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 ho. Ach komm, ich mach Zyklon auf dich. Auf die beiden hier und Angriff auf die hier. Stirbt ihr beiden Bastardos. Dun, 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 dun. 30. Ja, fick dich mit deinen Seifenblasen. Die können mir sowieso nicht so viel schaden. Er macht Gewitterattacke. Wie heißen die eigentlich? Nerit. Nerit heißen die, okay. Verdammt. Sind die jetzt weg? Wieso sterben die noch nicht? Der ist schon tot aber, oder? Ja, der ist tot. Der kommt mit Gewitter an. Ich bin ja von Typ Gewitter, also das eigentlich müsste es mir nicht schaden. Aber egal. Egal. Ich akzeptiere 66 Erfahrungspunkte. Warte, wie viel brauche ich noch bis zum Level up? 74. Die brauchen auch noch ein bisschen. Okay, ich werde noch diesen Dungeon, diesen Part machen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Wenn ihr das hier machen, kommen die. Aber die drei da vorne, das ist eine sehr schlechte Kombination, was sie da gemacht haben. So. Weil die jetzt schon alle tot sind. Ja, die sind alle tot. Dünn, dünn. 36. Und ich muss mich langsam heilen, weil Chrono bald tot ist und die ganzen Wichsers nur ihn angreifen. Ich weiß nicht, wieso ihn nur ganze Zeit angreifen. 88 für Erfahrungspunkte erhalten. 400 Gil. Chrono erreicht nächste Stufe. Ey. Ey. Sind meine ganzen Leben wieder da? Boah, ist klar, ist nicht da. So. Din, 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 din. Und wenn ihr das hier fressen. Ach, das hat ja auch so Probleme. Wir müssen das fressen und dann kommt die Ratte. Oh, kleine Ratte will mucken oder was? Zyklon auf die beiden und dann hier auf den Fischmenschen an Angriff. Die Ratte ist sowieso jetzt tot. Jetzt der Fischmensch auf den hier. Okay, dann müssen wir der Fischmensch auf den hier. Angriff, komm. Jetzt bist du weg. Sehr, sehr gut. 62 Erfahrungspunkte, 200 Gil. Yeah. Dun, dun, dun. Und speichern wir ab. Ist klar. Wenn ich hier speichern will, kommt sowas. Ich will Feuerwirbel machen, komm her. Sind die zu weit weg oder was? Elenden Wichsers, das wusste ich nicht, dass sie sofort kommen, wenn ich den Speicherpunkt benutze. 101. 64. Okay, die haben auch schon. Okay, Chrono tötet den einen, der ganz links ist. Und mit. Er macht immer noch Gewitter auf mich. Was haben die gegen mich eigentlich? Die greifen mich nur den Set an. Ja, bestimmt auf mich. Ja, ist klar. Warum auf mich? Mit Blitzableiter oder was? Oh, komm her. 32.
Jetzt machen die Wasser auf mich. Irgendwas haben die gegen mich. Ich habe irgendwas mit denen getan. Irgendwas habe ich mit denen getan, aber ich weiß nicht was. Okay, tot. 66 Erfahrungspunkte. Okay, bald kommen wir ein Level up für die beiden anderen. Und hoch mit uns und kämpfen uns noch gegen die. Und Angriff, 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 Angriff. Okay, der eine ist tot. Jetzt noch die zwei übrig. Mädchen, das ist ein Gewehr, aber egal. Das ist gut, Male. Zeig ich es dir. Ja, fick dich. Angriff. 82. Sehr, sehr gut. 36 Erfahrungspunkte. Also, was man hier machen kann? Eigentlich nichts. Es gibt diese Brücke. Und man kann hier durch. Ach, wieder diese Kacke. Ich muss das wieder suchen. Ach, hier war das. Okay. Und das hier betätigen, das löst dann irgendwas aus. Also diesen Eingang. Aber ich komme ja nicht auf die andere Seite. Deswegen weiß ich nicht, was man hier dann machen soll. Das hier ist eigentlich alles, was man machen kann. Ja, und wir sind jetzt im nächsten Part. Und da bin ich bei diesem komischen Laboratorium 32. Also, tschüss.